Es ist ja eigentlich ganz einfach. Wir bieten hier was an, regelmäßig seit 3 Jahren mit Fairtalk, und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Also, wenn ihr das regelmäßig schaut, dann zählt wirklich jeder Euro. Wir danken euch dafür, vor allem denen, die uns schon unterstützen, und alle, die das nicht machen und uns dennoch regelmäßig schauen, da sagen wir, bitte versucht uns zu unterstützen, damit wir hier auch in Zukunft richtig gute Sendungen machen können. Dankeschön. Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu unserem Q&A zur Sendung Digitales Geld, Anfang oder Ende eines freien Geldsystems, heute aus Düsseldorf. Schönen guten Abend. Hallo. Wir haben schon im Laufe der 2-stündigen Diskussion festgestellt, wie wichtig das auch ist, dieses Thema in die breitere Öffentlichkeit zu bringen. Und ich freue mich sehr über meine Gäste heute Abend hier an diesem Tisch. Professor Dr. Thorsten Pollald. Hallo, Herr Pollald. Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich grüße ganz herzlich Dennis Reimann. Hallo, Herr Reimann. Moin, moin. Ein herzlicher Gruß geht auch an Fab. Guten Abend. Guten Abend. Und ein herzliches Hallo an Sebastian Huth. Hallo, Herr Huth. Hallo. Wir hatten gerade eine Anmerkung aus dem Publikum. Da kam ein Herr zu mir, Peter heißt er, und der hat eine Bitte, dass das vielleicht nochmal irgendwie kurz beantwortet wird. Er wollte es jetzt nicht selbst fragen, von daher ich versuche das jetzt mal hoffentlich richtig zusammen zu fassen. Er hat gesagt, das Problem sei doch, die Blockchain könne nur Bitcoin kontrollieren, aber nicht Gold oder Grundstücke oder Ähnliches, ob die auch wirklich real existieren. Habe ich das richtig wiedergegeben? Kann mit der Frage jemand was anfangen? Ich glaube, da müsste also man nochmal nachformulieren, um ja, genau zu wissen. Also ich habe das so verstanden, dass quasi die Blockchain nur den Bitcoin erkennt, aber ansonsten nicht kontrollieren kann, ob das, was auf ihr liegt, auch im Realen existiert. Also der letzte Satz stimmt, aber ich kann natürlich 7 Milliarden verschiedene Blockchain-Versionen erstellen, in denen ich Immobilien-Tokens hin und her schiebe, Bananen-Tokens, was auch immer. Nur eben, ich habe dieses Problem, dass ich nicht den Link in die physische Realität habe. Genau, das war die. Weswegen, meiner Meinung nach, ja, ich mag falsch liegen, Blockchain dann auch keinen Sinn ergibt. Mhm. Okay. Vielen Dank für die Antwort. Und wir kommen zur ersten Frage. Der Herr hier, schönen guten Abend, Ihr Name? Mein Name ist Günter Kube. Hallo Herr Kube, herzlich willkommen. Eine Frage an die Software-Experten. Und zwar, wir haben sehr viel über Kryptowährung gesprochen. Das impliziert, dass es geheim verborgen ist. Ich bin selber Software-Mensch und habe die Frage, was passiert denn, wenn ich im Internet identifiziert werde durch zum Beispiel geheime Tokens, die auf meinem Rechner sind, oder dadurch, dass ich eine Klarnamenpflicht habe. Habe ich dann immer noch eine Kryptowährung oder habe ich dann nicht das Durchbrechen des Kryptos? Danke. Danke für Ihre Frage. Ich glaube, das ist direkt an Herrn Reimann als Softwareentwickler. Genau. Also oftmals gehen Leute davon aus, dass Bitcoin quasi anonym ist. Dem ist aber nicht so. Ne? Also man könnte eher sagen, das ist eine pseudonyme Geschichte, bei der Leute, sofern sie beispielsweise, wenn sie Bitcoin bei einer Börse kaufen, natürlich sich mit einem Klarnamen anmelden, da auch ein sogenanntes KYC-Verfahren durchlaufen, also Know Your Customer. Die Börse muss wissen, mit wem sie als Kunden interagiert. Und an der Stelle, beispielsweise, wenn es zu Auszahlungen kommt und ich mir als Kunde dann meine erworbenen Bitcoins auf die eigene Wallet beispielsweise schiebe, dann weiß natürlich die Börse darüber Bescheid, an welche Adresse sie diese Coins geschickt hat, und kann diese Adresse natürlich dann eben in meinem Fall auch mit dem Klarnamen identifizieren. Also das ist quasi handelsüblich, und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Das ist immer, wenn diese Brücke von der, ich sag mal, alten Fiat-Welt in die neue
Krypto- oder Bitcoin-Welt geschlagen werden muss und es eben halt dieses KYC-Verfahren dazwischen gibt, dann besteht auch dieser Link zwischen eben dem Klarnamen und der Bitcoin- oder Krypto-Adresse, ja. Was ja auch grundsätzlich wiederum kein Problem darstellt, weil wenn ich das richtig verstehe, ist das ja immer nur von Seiten, ich nenne es jetzt mal der alten Welt, so wie Sie das auch sagen, dass immer gleich unterstellt wird, wer Bitcoin macht oder so, macht damit irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Und genau das eigentlich genau umgekehrt, das haben wir auch in der Sendung erläutert, ist ja der Fall. Genau, also für Leute, die beispielsweise Geld waschen wollen, ist so eine öffentlich einsehbare Datenbank wie die Bitcoin-Blockchain ein schlechtes Instrument. Mhm. Vielen Dank für diese Frage. Haben wir eine weitere Frage im Publikum? Ja, mein Name ist Thomas Stapper. Ich habe eine Frage und zwar... Hallo Herr Stapper, wir kennen uns. Sie waren mal in einigen Sendungen bei uns. Genau. Ja, ich finde es so spannend heute Abend, deshalb bin ich hier und ich interessiere mich auch schon ein bisschen für Bitcoin. Und ich habe die Frage, wie das ist, wenn wir denn einen digitalen Euro haben, der also völlig kontrolliert ist, würde es dann eine Möglichkeit geben, überhaupt noch in den Bitcoin einzusteigen oder überhaupt aus der alten Fiat-Welt oder dann digitalen Fiat-Welt in den Bitcoin reinzukommen oder muss ich das nicht eigentlich machen, bevor der digitale Euro eingeführt ist und mir aufgezwungen wird? Die Frage ist offen an jeden hier in der Runde. Herr Huth? Gute Frage. Ja, also das kann man natürlich jetzt noch nicht absehen, aber es gibt ja Zehntausende von Börsen weltweit, zentrale, dezentrale Börsen und mal rein hypothetisch, es gibt jetzt einen digitalen Euro, dann gehe ich auch davon aus, dass die renommierten Börsen in Europa auch diesen digitalen Euro als Zahlungsmittel akzeptieren, dass man praktisch von seinem digitalen Central Bank Digital Currency Konto eben diese Euro, die digitalen Euro dorthin schickt und dann das eben in Kryptowährungen umwandelt. Das vermute ich, ja. Also ich glaube nicht, dass die Börsen dann plötzlich von den Zentralbanken da einen Stopp aufgelegt bekommen. Aber was in der Zukunft liegt, das kann man natürlich nicht sehen. Ich glaube, das wird relativ liberal ablaufen. Aber ja, wer jetzt sich Kryptos kauft, der hat, was er hat. Ne? Ich würde noch kurz ergänzen. Ich glaube, das schlechteste und das beste Szenario sind sich da sehr ähnlich. Das beste Szenario, vielleicht jetzt aus meiner persönlichen Sicht, Bitcoin ist das Geld. Ja? Dann kann ich das auch nicht mehr für irgendwelches anderes Geld, was nicht mehr existiert, kaufen, sondern ich muss irgendjemandem irgendeine Dienstleistung dafür anbieten. Ich muss dafür arbeiten, ich muss ein Produkt herstellen und dann komme ich an die Bitcoin. Und im schlimmsten Fall, der eintreten kann, das wird komplett verboten und man kann mit seinen Central Bank Currencies keine Bitcoin mehr kaufen, bin ich eigentlich am selben Punkt. Ich komme nur noch an Bitcoin, wenn ich irgendjemandem, der Bitcoin hat, eine Leistung oder ein Produkt dafür biete und ihm das in Bitcoin verkaufe, statt in Central Bank Digital Currencies. Gibt es noch weitere Anmerkungen dazu oder wollen wir zunächst nicht? Ja, ich würde den Punkt nochmal stressen, weil tatsächlich, glaube ich, ist es aus unserer westlich privilegierten Sicht halt irgendwie natürlich, dass Bitcoin gekauft wird. Aber wie Fab beispielsweise sagt, kann man es eben auch anders machen. Oder habe ich ja auch erzählt, ich mache das selber seit 3 Jahren. Die Arbeitsleistung gegen Bitcoin zu verkaufen, ist natürlich auch ein gutes Mittel. Mhm. Ist natürlich auch der eigentliche Sinn von Geld. Ne? Tauschmittel für Waren und Dienstleistungen. Herr Pollard, wollen Sie noch was ergänzen? Ja, also die Frage ist sehr relevant, nicht? Aber das hängt natürlich letztlich nicht allein an den digitalen Zentralbankwährungen, denn wenn der Staat tatsächlich da einen Riegel vorschieben wollte, dann könnte er das heutige Giroguthaben eben auch gewissermaßen eine Sperre aufbauen, dass man also nicht mehr an einer Kryptobörse seine Euro-Giroguthaben gegen Kryptoeinheiten tauschen kann. Also wir kommen sozusagen wieder zurück auf die Einsicht, die wir schon hier geteilt haben, dass der Staat natürlich da enorme Machtbefugnisse hat und man kann nur hoffen, dass er davon nicht Gebrauch macht. Haben wir eine weitere Frage im Publikum? Wer hat im Moment das Mikrofon? Daniel? Daniel, ja, Daniel, den Namen kenne ich schon, weil es ist Daniel war jetzt zum dritten Mal hier, von daher... Ja, hallo, ich bin Daniel, wie schon erwähnt wurde. Meine Frage richtet sich an den Dev. Also, dass gesellschaftlich der Bitcoin eben so eine Bedeutung gewonnen hat und so weiter, was alles besprochen wurde, da stimme ich ja mit drüber ein. Und das finde ich auch in Ordnung. Nur, ich fand das ein bisschen nicht so ganz gut, dass quasi die Altcoins wurden direkt am Anfang weggeschmissen und nur Bitcoin hochgehalten. Und deswegen, genau, Folgendes. Also, gesellschaftlich, das haben wir geklärt. Jetzt rein von der technischen Seite, sind wir uns denn nicht
von der technischen Seite einig, dass rein technisch betrachtet ist Bitcoin doch auch ein Shitcoin. Weil erstens, wozu gibt es das Lightning Network überhaupt? Weil der Bitcoin an sich nicht diese Last, die heute nötig ist oder die in der Zukunft vor allem nötig wäre, aushalten kann. Zweitens, was soll das mit dem ganzen Bitcoin Cash und so weiter? Was ist das? Also löst das irgendein Problem oder warum ist das überhaupt da? Drittens, was gar nicht erwähnt wurde, Privacy Pflaster. Also Bitcoin ist pseudonym und das bedeutet, wenn man keine Tricks verwendet, wie jedes Mal eine andere Wallet-Adresse generieren und so weiter, das bedeutet, jeder kann sehen, wie viel Geld ihr auf dem Bitcoin-Konto habt. Jeder kann das sehen. So, und dann nochmal ganz zum Schluss, ganz kurz. Ich bitte darum, dass erläutert wird, was passiert, wenn 51% der totalen Node-Kapazität von einer Entität übernommen wird. Dankeschön. Danke für die Fragen, Daniel Fett. Ein großer Katalog. Ja. Ich dachte, er hat es an ihn adressiert. Wir haben ja auch nur Altcoins weggewischt, ja, und das ist unsere persönliche Meinung. Vielleicht einmal kurz, warum? Nur zwei Sätze, wenn das geht. Meiner persönlichen Meinung nach sind alle anderen Projekte wesentlich zentraler organisiert. Das bedeutet wesentlich weniger Netzwerkknoten auf der Welt verteilt. Ich mache kurz ein Beispiel. Ja, wir sind hier 1000 Leute in diesem Raum und jeder hat ein Kassenbuch und schreibt mit, wer wie viel hat. Ja. Bei 1000 Leuten sage ich noch, okay, da kann ich dem vertrauen, dass die nicht alle sich konspirativ zusammenschließen und mich betrügen und auf einmal habe ich eine Null in meiner Wallet. Ja. Bei 100 Leuten wird das schon schwieriger. Bei 10 Leuten muss ich wirklich aufpassen, dass die anderen 9 sich nicht absprechen und wenn es 3 Leute sind, dann kann ich sicher gehen, dass irgendwann 2 sich zusammentun und den dritten betrügen. Das heißt, Dezentralität ist nicht ein 0-1-Ding, ne, sondern schon ein bisschen eine Skala. Aber Bitcoin ist dort so weit vorn, dass meiner Meinung nach nichts anderes mir garantieren kann, dass die gesetzten Regeln wie 21 Millionen Bitcoin niemals mehr und so weiter und so fort, dass diese Regeln auch immer diese Regeln bleiben. Das wäre meine Begründung, warum zumindest ich mich nicht für oder nicht mehr, muss man auch sagen, für Altcoins interessiere. Ich bin ja diesen Weg auch entlang gegangen. Was waren die anderen Fragen nochmal? 51% hatten wir noch. Was ist, wenn jemand 51% übernimmt? Also ich glaube, es ging wahrscheinlich um 51% Mining-Attacke, weil 51% der Nodes, also der Netzwerkknoten, diese sehr günstig erwerbbaren Computer, die einfach nur die Kassenbücher sind, da kann man nicht viel machen, wenn man 51% von denen hat. Sogar gar nichts, weil man meine Regeln auf meiner Node nicht ändern kann. Du kannst jetzt eine Node aufsetzen und sagst, bei dir gibt es 22 Millionen Bitcoin. Diese Transaktion werde ich nicht akzeptieren. Also das ist diese Node-Sache. Bei den Minern ist es sicher etwas komplizierter. Da kann man, wenn man den Großteil der Mining-Hashrate hat, aber ich weiß nicht, ob wir diesen Exkurs machen wollen, das ist ein sehr komplexer Sachverhalt, dann kann man natürlich das Netzwerk angreifen, weil wer mehr als die Hälfte der Hashrate hat, der kann theoretisch Transaktionen wieder rückgängig machen. Ja. Aber auch da, wenn das erkannt wird, können eigentlich alle anderen oder alle Nodes sagen, diese Miner, die hier scheinbar gerade einen Angriff fahren, die nehme ich von meiner Liste. Und dann hat sich das eigentlich auch erledigt. Ich weiß nicht, Dennis, du kannst sicher technisch noch mal Ich würde dem noch anfügen, dass es halt quasi spieltheoretisch durchaus in den ersten Jahren von Bitcoin ein Problem war. Und man sieht auch beispielsweise in Netzwerken, die längst nicht so dezentral organisiert sind, dass das dort auch nach wie vor halt bei solchen Blockchain-Projekten ein Problem ist. Ich würde dem aber, um es kurz zu machen, entgegenhalten, dass es mittlerweile einfach bei der Dezentralität, die Bitcoin erreicht hat, einfach ein quasi theoretisches Überbleibsel ist, was halt spieltheoretisch quasi passieren kann. Jetzt muss man in der Praxis aber auch sehen, dass beispielsweise, um eben diese Hashrate zu erzeugen, die einen halt in diese Lage versetzen würde. Dafür müsste eine Entität zusätzliche Geräte anschaffen, die natürlich kostenmäßig halt auch einen enormen Preis hätten. Es wäre so, dass diese Geräte ja auch nicht einfach mal eben beim Aldi um die Ecke stehen und man sich die zusammenkaufen könnte, sondern die müssen auch hergestellt werden. Am Ende ist das wahrscheinlich praktisch heutzutage einfach nicht mehr möglich, weil auch beispielsweise der Energiebedarf dafür so hoch wäre, auch den müsste eine zentrale Entität halt erstmal herbeischaffen. Also und ganz kurz noch ergänzen, man darf auch nicht vergessen, wenn jemand so viel Geld hätte, um zu versuchen, eine Transaktion zu manipulieren, könnte er das ganze Geld einfach dazu einsetzen,
Bitcoin-Mining zu betreiben und verdient wahrscheinlich wesentlich mehr Geld, als wenn er das Netzwerk, das er angreift, damit vielleicht wertlos macht. Dann war, glaube ich, noch Lightning und Bitcoin Cash, habe ich noch notiert. Bitcoin Cash ist einer der Forks von Bitcoin, also quasi so eine Abspaltung, bei dem nicht Konsens darüber herrschte, wie sich diese Projekte in Zukunft weiterentwickeln sollen. Und Bitcoin Cash hat da quasi Veränderungen durchgeführt, die beispielsweise dazu führen, dass halt in so einen Block mehr Transaktionen reinpassen, was dann aber im Endeffekt auch wieder dazu geführt hat, dass diese Dezentralität im Netzwerk nicht so leicht zu haben ist, weil dann kann plötzlich nicht mehr jeder für 100 oder 200 Euro so eine Node betreiben, sondern das geht dann eben halt auch kapazitätsmäßig einfach in höhere Regionen, die dann unerschwinglicher werden und sich das in der Praxis halt dann eben in nicht der Dezentralität widerspiegelt. Okay, haben wir noch Fragen? Der Herr. Guten Abend. Dankeschön. Hallo. Guten Tag. Andreas Konzen aus Soest in Westfalen. Hallo, Herr Konzen. Zunächst einmal danke, Herr Lehrich, dass Sie das Thema hier heute aufgebracht haben. Gerne. Und danke an die Runde, vor allen Dingen für das Wissen, das er auch uns weitergegeben hat. Und unser Häuptling Klappriges Windrad, danke an Markus Krall für diesen Begriff, hat ja mal gesagt, waschen, wenn der Wind weht. Was passiert mit allen Transaktionen, über die wir gesprochen haben, wenn kein Strom da ist? Ja, ist eine spannende. Ich finde, ich danke für die Frage, weil das sind genau diese Fragen, die, wenn man sich damit lange beschäftigt, man natürlich sagt, ja, aber deswegen machen wir das ja hier. Herr Huth? Also es ist ja so, wenn jetzt mal angenommen Bitcoin, die Bitcoins liegen ja nicht in einem Wallet oder im Handy oder auf dem Computer oder in einem Stick, sondern da werden lediglich die Schlüssel verwahrt. Das heißt, wenn der Strom weg sein sollte, jetzt müssen wir davon sprechen, ist es jetzt zu Hause bei dir in der Wohnung oder im Haus oder ist es im Dorf oder ist es in der Stadt, ja, dann ist ja absehbar, dass in irgendeiner bestimmten Zeit, 2, 3, 4 Stunden oder was auch immer, der Strom wieder da ist. Ne? In der Zwischenzeit können sich natürlich die, gibt es natürlich dann wahrscheinlich auch kein Internet oder die Wallets können sich nicht synchronisieren. Das heißt, man hat womöglich in dem Moment keinen richtigen Zugang und keinen aktuellen Stand in seinem Wallet. Wenn der Strom wieder angeht, synchronisiert sich alles wieder ganz normal. Wenn man jetzt mal eine Stufe weitergeht und sagt, okay, was ist, wenn in Deutschland der Strom ausgeht? Ja, dieses dezentrale Netzwerk, die Blockchain, sorgt eigentlich dafür, dass ständig jede Transaktion auf allen Knotenpunkten weltweit immer wieder aktualisiert wird. Das heißt, wenn der Strom in Deutschland wieder angeht, was natürlich für den Industriestandort eine Katastrophe wäre, im Moment der aktuellen Lage wahrscheinlich nicht ganz abwegig ist, dann geht alles ganz normal weiter. Wenn wir jetzt noch eine Idee weiterspinnen und wir sagen jetzt, okay, jetzt kommt hier so eine Sonneneruption und haut uns jetzt hier die ganzen Trafostationen raus und auf der Erde ist Ruhe, dann haben wir ganz andere Probleme als Krypto und Blockchain, weil dann rennen wir hier mit Messer und Spaten aufeinander zu, denke ich mal. Okay. Ja. Herr Pollack. So eine Problematik würde sich natürlich auch auf das herrschende Fiat-Geldsystem auswirken. Nicht? Wenn da kein Strom da ist, dann kann man auch kein Online-Banking betreiben. Also das wäre davon auch erfasst. Und wer längere Strompausen erwartet, dem bleiben im Grunde ja Bargeld, nicht? Also Scheine, Noten und Münzen. Oder ja, entsprechend Gold oder Silber oder was auch immer man da als Zahlungsmittel verwenden kann. Also das ist nicht begrenzt auf die Kryptoeinheiten, ein möglicher Stromausfall. Es gibt zum Beispiel auch Studien, die sagen, wenn der Strom weg ist über mehrere Tage auf der ganzen Welt oder in ganzen Ländern, dann gehen hier Plündereien und die ganze Welt dreht völlig durch. Also da geht es dann, glaube ich, nicht mal mehr um Gold, ja, ja. Silber, Krypto, sondern ich glaube, dann geht es ums pure Überleben. Ja. Wir haben ein Interview dazu gehabt, das glaube ich schon nach, ich weiß nicht, 42 Stunden, das ja allein ein Problem wird, weil so die einfachsten Dinge nicht mehr funktionieren. Auch eine Toilettenspülung, die nicht mehr funktioniert. Also das ist ja, wie Sie schon sagen, dann sind wahrscheinlich völlig andere Probleme am Start als das. Und das andere wird sich dann ja wie auch immer wieder aufbauen oder nicht aufbauen. Das ist eben dieser Dezentralität geschuldet. Gibt oder? Keine hundertprozentige genau. Sicherheit ja bei nichts. Genau. Und dass es auf der ganzen Welt der Strom über mehrere Tage ausfällt, ist nicht nur sehr unwahrscheinlich, sondern wie gesagt, dann hätten wir andere Probleme. Dann würden wir gucken, dass wir die letzte Cornflakes-Packung noch irgendwo im geplünderten Laden bekommen. Haben wir eine weitere Frage? Haben wir, ja. Ich sehe es gerade.
Wir haben heute viele bekannte Gesichter wieder da. Hallo nochmal. Ja, hallo. Sie waren gestern Abend auch schon da. Ich war gestern schon da. Nicht, dass man uns jetzt Vetternwirtschaft vorwirft hier bei Platon. Ich bin sehr dankbar, dass ich an allen drei Abenden da gewesen sein durfte. Jelisaweta Schkel, mein Name. Ich habe mich vorgestern noch mit Lisa vorgestellt, habe aber gelernt, der volle Name ist viel aussagender. Als gebürtige Weißrussin und als studierte Wirtschaftsmathematikerin habe ich eine geopolitische Frage tatsächlich zu dem ganzen Finanzsystem. Ne? Wir sehen jetzt durch die Ermächtigung der BRICS-Staaten oder dass da eine andere Polarität entsteht, ne? Dass da jetzt auch eine Konkurrenz zu dem Fiat Geldsystem entsteht. Es ist sehr viel auch da von der anderen Seite, sage ich mal, auch eine andere digitale Währung ins Spiel zu bringen. Es wird im Gespräch gebracht, irgendwas Goldgedecktes auch da auf die Bühne zu bringen. Und meine Frage in die Runde, aber vielleicht explizit auch an Herrn Pollard. Sehen Sie da eine Chance oder eher eine Gefahr? Ist es jetzt diese Art der Diversität, die uns vielleicht vor der Dystrophie und vor diesen ganz grässlichen Szenarien rettet, oder ist es eine weitere Gefahr, die da auf der Bühne ist, auf der Weltbühne? Danke für die Frage, Herr Pollard. Ja. Ja, da ist natürlich eine ganz wichtige Fragestellung aufgeworfen worden. Der Reservestatus des US-Dollar wird zunehmend in Frage gestellt. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt jüngst natürlich noch mal an Dynamik gewonnen hat, nachdem Amerika die russischen Fremdwährungsreserven eingefroren hat. Das hat natürlich in vielen Ländern, vielen nicht westlichen Ländern, die Alarmglocken klingen lassen. Denn es ist jetzt die Einsicht da, dass wer nicht mit den geopolitischen Interessen Washingtons d'accord geht, dem droht möglicherweise Ähnliches. Und viele westliche nicht westliche Zentralbanken haben jetzt auch schon begonnen, auch schon in den Jahren zuvor, die Dollarreserven etwas zu reduzieren und nach anderen Reservemedien Ausschau zu halten. Und das Ganze hat sich natürlich jetzt zugespitzt durch das Vorhaben der BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, dem amerikanischen US-Dollar eine Konkurrenzwährung gegenüberzustellen, also die Dollar-Dominanz weltweit zu brechen. Jetzt muss man natürlich sehen, das ist kein leichtes Unterfangen. Die Konzepte, die diskutiert werden, sind beispielsweise die Währungen, die Fiat-Währungen dieser BRICS-Staaten über einen Korb miteinander zu verbinden. Also wie man das im Euro-EQ-Regime schon gemacht hat und daraus eine neue Transaktionswährung formt. Das ist natürlich ungewiss, wie lange sowas dauert. Wird das überhaupt akzeptiert? Eine weitere Möglichkeit ist eben, eine goldgedeckte Transaktionswährung auf den Markt zu bringen, wo diese entsprechenden Länder dann mit ihren Handelspartnern über diese goldgedeckte Transaktionswährung künftig ihre Ex- und Importgeschäfte abwickeln. Das ist durchaus ein gangbares Konzept. Nun sollte man allerdings da nicht vorschnell den Schluss ziehen, die Welt kommt dadurch zu einem besseren Geld. Denn auch diese Regierungen, Russland und China und Indien, zumindest kann ich erkennen, dass die tatsächlich die Intention haben, ihren Menschen eine bessere Währung zu bieten. Da geht es eher um globale Machtinteressen. Da will man also den amerikanischen US-Dollar zurückdrängen. Man hat aber nicht das Ziel, einen freien Markt für Geld zu schaffen. Also das, was wir heute diskutiert haben, auf den Weg zu bringen. Aber es wird sicherlich Sand in das Getriebe steuern und sicherlich auch vorübergehend Probleme mit sich bringen. Denn wissen Sie, das Verwenden eines einheitlichen Geldes weltweit ist äußerst produktiv. Wenn alle Menschen das gleiche Geld verwenden, dann wird die produktive Kraft des Geldes, wenn man so will, optimiert. Wenn alle die gleiche Wirtschaftsrechnung in einem einheitlichen Geld machen, das wäre schon ein großer Schritt nach vorn. Und der US-Dollar nimmt ja diese Rolle teilweise ein. Die Frage ist nur, wie ist dieses Geld beschaffen? Der US-Dollar ist ja ein Fiat-Geld und aus den BRICS-Staaten wird vermutlich, wenn überhaupt, auch ein Fiat-Geld auf den Markt geschmissen werden. Das ist zumindest meine Einschätzung. Aber das ist natürlich bedeutsam. Die BRICS-Staaten repräsentieren ja allein etwa 40% der Weltbevölkerung. Und zusammen haben sie eine Wirtschaftsleistung ähnlich der US-amerikanischen Wirtschaft.
Also ich glaube, es wird Friktionen geben, aber das allein stimmt mich noch nicht hoffnungsvoll, dass die Welt dadurch zu einem besseren Geld gelangt. Das sind, glaube ich, diese Ideen, die wir heute hier ausgetauscht haben, die, Sie haben das gesagt, bottom-up, also von unten nach oben, die Menschen dazu zu bewegen, auf alternative Währungen umzuwechseln. Das eine Entwicklung, die mich dann doch optimistischer stimmt. Gibt es noch weitere Anmerkungen dazu? Ja, ich würde, wenn man dem was Optimistisches abgewinnen will, vielleicht noch hinzufügen, dass man da durchaus auch so einen Aspekt von Sand in Getriebe sehen kann, ne? Also das ist jetzt eine Entwicklung, die quasi noch dazwischen kommt, womit vielleicht auch nicht unbedingt gerechnet wurde, die jetzt auch wieder ein anderes Betätigungsfeld für die Zentralbanken, die ansonsten sich halt nur um so etwas wie digitale Zentralbankwährungen kümmern könnten, dass die vielleicht noch mal so ein bisschen auch beschäftigt, was anderswo passiert. Ja. Nochmal der Herr in Rot. Entschuldigung, Ihr Name war? Günter Kube aus Paderborn. Ja. Christian Rieck, seines Zeichens Professor, Wirtschaftsprofessor und Spieltheoretiker, hat ein augenöffnendes Buch geschrieben, Dig Name Money, Einkommen in den Zeiten der Roboter, wo er sich darüber Gedanken macht, wie soll denn die Geldbasis überhaupt beschaffen sein in Zeiten, wo die Wirtschaftsleistung hauptsächlich von Maschinen, von Robotern erzeugt wird. Und das ist für mich eine ganz wesentliche Frage, denn wir haben uns eigentlich bisher immer nur unterhalten über Geld, das verteilt wird. Hier geht es um die Basis des Geldes, Vollgeld. Worauf basiert das? Wie können die Schwächen von Fiat-Geld, das aus dem Nichts kreiert wird und dann verzinst werden soll und das alle 70 Jahre crasht und durch Krieg wieder eine neue Basis, Great Reset, erzeugt werden muss, wie soll das verhindert werden? Frage, welche Ideen gibt es denn hier dazu, eine andere Sorte Geld zu schaffen und sie dann so zu gestalten, dass sie gerecht verteilt werden kann? Herr Huth? Ich glaube, das ist vorne. Ja, die Frage zielt darauf ab, in einer zunehmend robotisierten, also mechanisierten, technologisierten Wirtschaft, wie soll da das Geld bemessen sein und wie soll es verteilt werden? Da würde ich darauf verweisen, dass das im Grunde keine große Problematik ist, denn Roboter und Maschinen, die gehören ja irgendwelchen Eigentümern, nicht? Das sind irgendwelche Unternehmer, die haben eine gute Idee gehabt, die haben eine Innovation auf den Markt gebracht, die sind damit in der Lage, Güter zu produzieren, die die Leute freiwillig kaufen wollen. Und insofern gibt es dann da die Gewinn- und Verlustverteilung wie im herkömmlichen System auch. Also da sehe ich gar keine Notwendigkeit, da eine grundsätzliche Änderung herbeizuführen, was die Geldbasis anbetrifft. Meine Antwort wäre auch hier die Empfehlung für einen freien Markt für Geld. Also ich sehe überhaupt gar keine Reformmöglichkeit des Fiat-Geldsystems. Also das wäre ein Rumbasteln an Stellschrauben, die letztlich dieses Fiat-Geldsystem erhalten, vielleicht die Lebensdauer noch weiter verlängern. Und es ist eben ökonomisch und ethisch defektes Geld. Und über diese Wahrheit sollten wir uns nicht hinwegdrücken. Und insofern wäre meine Antwort, lasst einen freien Markt für Geld zu. Lasst den Menschen die Freiheit, ob jetzt Hochtechnologisierung vorherrscht oder handwerkliche Tätigkeiten bedeutsamer sind. Ein freier Markt für Geld wird immer das beste Geld aus Sicht der Menschen hervorbringen. Eine kurze Nachfrage. Ich würde vielleicht noch ganz kurz, ergänzen zur fairen Verteilung. Meine Gegenfrage. Gerechtigkeit, genau. Das gerechten Verteilung. Meine Gegenfrage wäre, wann ist es gerecht verteilt und wer entscheidet, wie es gerecht verteilt ist? Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein Ding der Unmöglichkeit. Man kann aber dafür sorgen, dass es insofern fair verteilt wird, als dass man es nur bekommt, wenn man dafür Arbeit leistet. Bei Gold und bei Bitcoin kommt man nur an Bitcoin, indem man für Bitcoin arbeitet, ja, oder ein Produkt anbietet oder Mining betreibt, wie auch beim Gold, auch dort Gold Mining betreibt, also Arbeit investiert, um neue Einheiten aus der Erde oder aus dem Cyberspace zu generieren. Beim Fiat-Geldsystem müssen wir das auch alle mit Arbeit machen, aber es gibt einen, der kann das einfach so machen. Und das ist meiner Meinung nach
eine extrem große intrinsische Unfairness, wobei allein diese beiden Geldkandidaten schon viel besser aufgestellt sind. Ich glaube nicht, dass man die Menschheit in einer Liste bewerten kann, wer ist wie viel wert und wer braucht wie viel Geld und einer riesigen Excel-Tabelle und dann den Leuten das überweisen. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Ich glaube, das wäre auch nochmal eine komplett neue Sendung. Was ist Gerechtigkeit überhaupt? Genau. Noch eine ganz kurze Nachfrage. Die Rückfrage heißt, wenn Arbeit knapp wird, Computer, ChatGPT und so weiter, auch für Programmierer, dann bedeutet das, nur Kapital bekommt Geld. Das wird eine dystopische Gesellschaft. Das heißt, es wird eine ganze Reihe Menschen geben, die kein Geld verdienen, es sei denn, es wird ihnen geschenkt, Robotergeld oder dergleichen. Und das ist natürlich ein Thema. Aber ich möchte dazu noch einmal kurz einen Gedanken sagen, der mir dazu gerade einfällt. Und zwar, es hat sich ja immer weiterentwickelt. Und es ist immer so gewesen in der Geschichte der Menschheit, dass bestimmte Berufe weggefallen sind, neue hinzugekommen sind. Also ich weiß nicht, ich glaube, und das hat ja auch die Krise gezeigt, vielleicht bin ich dazu naiv, das mag durchaus sein, aber die Krise hat ja letztendlich gezeigt, der Mensch ist und bleibt erfinderisch. Und da sind wir wieder bei dem, es kommt auf jeden Einzelnen an. Herr Reimann hat es immer so schön gesagt, den Arsch, haben Sie, glaube ich, gesagt, hochkriegen oder den Hintern, wie auch immer. Die Schaufel nehmen. Die Schaufel nehmen, das auch, ja. Also wirklich auch zu sagen, okay, ich gucke jetzt einfach mal, wo ich mich auch vielleicht neu erfinden kann und was ich beitragen kann. Und dann gibt es ja nicht nur diese Ebene, auf der wir hier leben als Menschen miteinander. Es gibt dann auch noch diese universellen Gesetze, dass dann eben, wenn man sich auf den Weg zu sich selbst macht, auch ein gewisser Erfolg da oftmals mit einhergeht. Es gibt diesen alten Satz, Money follows passion, ja, wobei es auch nicht immer nur ums Geld geht, schon klar, aber davon handelt unsere Sendung, ja, und darum geht es ja heute Abend im Schwerpunkt, auch da nochmal dran zu appellieren, dass man sagt, okay, wenn jeder Einzelne zu sich findet, dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance, dass dann auch jeder für das, was er einbringen kann, etwas bekommt. In welcher Form wir dann bezahlt wird, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. War einfach nur gerade ein Gedanke, der mir dazu eingefallen ist. Also die Menschheitsgeschichte ist ja eine Geschichte, zumindest in der Neuzeit, von Fortschritt. Und Sie hatten das auch schon angesprochen. Es gibt immer wieder neue Erfindungen, die dann einige Berufszweige obsolet machen. Aber es ist immer so, dass es noch neue Bedürfnisse gibt, nicht? Es ist nicht so, dass wir da hineinrutschen in eine Sättigung und dann hat keiner mehr irgendetwas zu tun. Das hat es nie gegeben, das wird es auch nie geben. Das ist einfach Teil unserer Fortentwicklung. Und da bin ich also ganz optimistisch, dass das auch letztlich zum Wohle der Menschheit umgesetzt werden kann. Die Basis dafür ist natürlich, dass wir den Raum der Optionen oder auch für Alternativen halt aufmachen. Und da wären wir dann nochmal wieder bei unserem Lieblingsthema hier heute Abend, dem freien Markt für Geld oder halt auch insgesamt, ne? Und dann sieht man auch einfach, dass der Staat als zentralistischer Planer einfach nicht die Optimallösung herbeiführen wird, weil da irgendwer ein Buch geschrieben oder gelesen hat, sondern es ist die Macht des Marktes, die dazu führt, dass wir am Ende bei einer optimalen Lösungen rauskommen. Und wichtig dafür ist einfach nicht durch Verbote und Regulierungen da einzugreifen, sondern den Raum für Optionen aufzumachen. Vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken heute Abend bei meinen Gästen, Professor Dr. Thorsten Polleit. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Herzliches Dankeschön an Dennis Reimann. Herr Reimann, ebenso eine große Freude. Ein von Herzen kommendes Dankeschön an Fab. Danke auch. Vielen Dank. So, das vierte Herz wird verteilt an Sebastian Huth. Herr Huth, Dankeschön. Dankeschön. Danke. Das fünfte an euch. Dankeschön für diesen Dankeschön. Tollen Abend. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr uns unterstützt. Und bis ganz bald an dieser Stelle. Gute Nacht. Danke. Tschüss. Auf Augenhöhe.